Hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Leider nicht mit dem versprochenen Craft-Update, aber dafür mit einem Teddy-Haul. Und das Craft-Update kommt im Anschluss. Genau. Und ja, ich fange am besten an. Ich war ein bisschen shoppen beim Teddy und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich mir einmal so eine Stoffsticker-Selbstklebende mitgebracht. Und zwar sind die 24,5 mal 31 cm. Das ist also auch relativ groß. Habe ich zweimal die gleichen mitgenommen. Und da ist jeweils eins so ein Sticker drin für 1,50 €. Und ja, schwarz mit Sternen. Super. Ja, fand ich gut. Brauche ich für ein Buch. Dann habe ich mir Magnete gekauft. Also Lesezeichenmagnete, und zwar einmal diese hier mit den Einhörnern. Zwar kommt auch für ein Buch. Da haben vier Stück 1 € gekostet. Dann habe ich diese hier mitgenommen mit den Flamingos und den Sprüchen. Auch fürs Buch. Vier Stück, auch 1 €. Ja, mein Mann hat sich einen Ordner mitgenommen. Einmal diesen hier, so DIN A5 sollte das sein, in Weiß, kostet 1,25 €. Dann habe ich Büroklammern, große Büroklammern, 40 Stück für 1 €. Und zwar will ich da auch so Fähnchen dran machen, die man dann so an so Buchseiten hängen kann. Und ja, genau, einmal die. Dann habe ich mir jede Menge Sticky Notes gekauft. Und zwar einmal diese Cupcakes. 100 Blatt, 1 €. Fand ich total witzig. Kann man ja auch zum Verzieren für Bücher oder ja, für alles Mögliche nehmen. Fand ich sehr schön. Und dann noch diese Cupcakes. Fand ich auch schön. Auch 100 Blatt für 1 €. Dann habe ich diese Zettel mitgenommen, diesen ganzen Block mit Haftnotizen. Der war jetzt ein bisschen teurer, und zwar achteilig 480 Blatt für 2 €. Ich habe das mal ausgepackt, damit wir da auch mal reingucken können. Und zwar, die sind da alle drin. Also ich fand die jetzt relativ schick, hat mir gut gefallen. Von daher durften die mit. So, dann was ganz, ganz Langweiliges, und zwar einen Schreiblernbleistift, einen Schulbleistift. Kostet 1,25 €, so ein Dreikantstift für meine Tochter. Kommt ja jetzt nach den Sommerferien in die 3. Klasse. Und da muss man ja so einiges neu haben. Dann stinknormale Bleistifte brauchen sie auch. HB-Stärke für 1 €, und zwar 10 Stück sind da drin, genau. So blaue. Ja, kann man ja auch immer gebrauchen. Dann hat mein Mann, warum auch immer, diese Sticker eingepackt. Einmal diese Schmetterlinge für 1 € und einmal diese Eulen. Auch 1 €. Und zum Schluss habe ich mir so einen kleinen Block mitgenommen. Der ist auch nicht wirklich groß. Steht hier die Maße drauf. Mal gucken. Ja, 10 mal 10 cm steht hier. Na, 10 mal 10 cm. Und zwar fand ich das ganz witzig, so für Tags oder ja, genau, so zum Ranheften oder als Hintergründe irgendwie irgendwo was drauf zu schreiben. Fand ich jetzt ganz gut. War 1,50 € für, wie steht da drauf? 63 Blatt. Nee, 60. Oje, oje. 60 Blatt. Genau. Ja, meine Lieben, das war's dann auch schon, was ich beim. Oh Gott, jetzt fällt mir hier alles zusammen. Was ich mir beim Teddy mitgenommen hatte. Ich wollte euch das nur kurz zeigen, weil
Dieses Stoffpapier fand ich echt schön und diese Sticky Notes und auch diese Tags, die haben mir super gut gefallen. Und das wollte ich euch einfach nochmal gezeigt haben. Und direkt im Anschluss drehe ich jetzt das Video vom ersten Craft-Update meines Mini-Albums. Und zwar ein Mini-Album im Gorgeous Design. Also bis dahin freue ich mich, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Tschüss!